Im August 2011 hatten die Arbeiten für die Kongresshauserweiterung begonnen. Jetzt, gut ein Jahr danach, wurde der Anbau mit einem feierlichen Festakt für die Nutzung freigegeben. Die tatsächliche Bauzeit wäre aber viel kürzer gewesen, denn die Arbeiten mussten mit dem laufenden Kongressbetrieb koordiniert werden. Es war die Operation am offenen Herzen und es war sicherlich eine Meisterleistung aller Beteiligten. Wir hatten ein mutiges Versprechen gegeben zu Anfang und haben gesagt, keine Veranstaltung wird weder optisch noch akustisch noch in sonst irgendeiner Form von Bauarbeiten gestört werden. Wir haben das geschafft. Je nach Ausnutzung der neu gewonnenen und für Messeveranstalter gleichzeitig beliebtesten Fläche im Erdgeschoss stehen 450 bis fast 500 Quadratmeter mehr zur Verfügung. Das Konzept des Baden-Badener Architekten hatte von Anfang an überzeugt. Wir haben keinerlei Stütze hier im Raum und haben erreicht, dass Altkongresshaus und neuer Anbau voll belichtet sind. Wir haben jetzt normale Kunstbeleuchtung an. Wir können genauso gut ohne Kunstbeleuchtung hier uns aufhalten und Kongresse abhalten. Die Erweiterung des Kongresshauses war nötig geworden, um mit den Ansprüchen der Messeveranstalter von heute mithalten zu können. Wir fühlen uns gestärkt, weil wir hatten ja die Gefahr, dass 30% der Kongresse abwandern wollten, weil zu wenig Ausstellungsflächen zur Verfügung standen. Jetzt sind wir wieder konkurrenzfähig und ich glaube, mit dem weiteren Ausbau der Fassade wird dieses Haus in ganz neuem Glanz erstrahlen. Dank modernster Messetechnik und der Umsetzung aktueller Sicherheitsvorschriften ist Baden-Baden ein hochflexibler und verlässlicher Kongresspartner. Bis auf kleinste Arbeiten wurde der Zeitplan eingehalten. Wir sind also 95% fertig. Da drüben kommen noch Pflastersteine rein, sodass also dieser Anbau separat bedient werden kann und dann, ich muss sagen, zum Nutzen aller Kongressteilnehmer ist. Und so sind wir natürlich ganz besonders stolz darauf, dass es so geglückt ist. Alle Veranstalter waren glücklich, die in der Zeit hier getagt haben. Und wir haben trotzdem den Bau rechtzeitig fertig bekommen, wenn auch wirklich auf den letzten Drücker. Bereits bei der Ankündigung der bevorstehenden Erweiterungsbauarbeiten vor einigen Jahren bekannten sich viele der langjährigen Veranstalter neu zum Standort Baden-Baden. Von allen Ausstellern und allen Veranstaltern haben wir schon das Signal bekommen, dass das jetzt eine wunderbare Lösung ist und damit sicherlich auch unsere Kongresse hier in Baden-Baden bleiben werden.